Und damit herzlich willkommen zurück zu den Play-Ins. Und wir haben jetzt das mehr oder weniger letzte reguläre, also vorletzte reguläre Spiel. Danach gibt es noch Fnatic gegen Young Generation, wo sich nochmal so ein bisschen entscheiden kann, wer in Gruppe C den zweiten Platz erhält. Ja, und danach gibt es vielleicht Tiebreaker. Wir gucken. Vorher haben wir nochmal Fenerbahce gegen Hong Kong Attitude. Ja, und da ist die Gruppe noch ein ganzes Ticken näher beisammen. Da kann es jetzt noch die eine oder andere Entscheidung geben. Aber bevor wir uns darum kümmern, haben wir nochmal ein Reckless-Interview, was wir euch gerne zeigen wollen. Deswegen sprich doch gleich nochmal auf den Cleanfeed, damit wir da das nachholen können. Ah, mehr oder weniger. Reckless, AD carry for Fnatic after their victory. Reckless, you missed out on coming to Worlds last year, but now you're back. How does it feel to be back on the world stage? Obviously, it feels really great to be back. I feel like I wasn't complete as a player after I missed out on Worlds last year. It really didn't feel like I accomplished what I strive to accomplish in my career. So obviously, it feels really good to be back. But at the same time, I don't really feel like just going to Worlds is something I can look for these days either. I feel like I have to go further than that. So for now, as a team, we are obviously taking each game by game. We need all the wins we can get. But getting like top 8 or top 4 at Worlds would definitely be a dream of mine, that's for sure. Ja, okay, also die Frage war einfach nur, letztes Jahr haben sie es nicht auf die Worlds geschafft, ist er jetzt glücklich dabei zu sein und er freut sich natürlich. Er sagt, Fnatic versucht jedes Spiel zu gewinnen, jeden Sieg mitzunehmen und versucht, bis auf den 8. Platz oder in die Top 8 zu kommen. Are you guys confident going into the match and what are your thoughts on going into this final match? Well, judging from both today and yesterday when we played them, I think they are much better than the result shows for them. I think they are not necessarily a 1-2 team. I think definitely they should be the second seed coming out of this group. So we are not taking this match any lightly, especially since if we were to give them a win, that would automatically make sure that KLG are out. So we're going to try our hardest to give them a fair fight in a potential tiebreaker. But either way, I don't think the match will be any easy. So we're going to have to come in prepared and make sure we do it properly from the get-go. Ja, die Frage war jetzt einfach, wie man sich nachher gegen Young Generation fühlt, weil es gestern ja doch ein bisschen enger geworden ist. Und Reckless hat einfach gesagt, ja, man will natürlich gewinnen, will, dass es nochmal einen Tiebreaker gibt, damit beide Teams ihre Chancen haben. Aber Young Generation ist auf jeden Fall ein gutes Team und Anwärter auf dem zweiten Platz. I feel like the most important thing for us as a team is that we are one, like we are a unit together. There is no like mental distress or anything like that. I just feel like if we are all as one, all really like hungry to win, then we're gonna be like a really strong team in this tournament. So, for example, yesterday in the YG game, I felt like we dropped the ball a little bit and we got stressed out, which normally doesn't happen. So if we can just address some of those issues, I feel like we can definitely go like pretty far in this one. But as I said before, you know, we just want to take game by game and we're gonna have a best of five on Thursday or Friday. So it also depends a lot on who we're playing against, but I think our chances are good. I think we can do it. That's great to hear. Best of luck in your match later on against Young Generation as well as throughout the rest of the world stage. Das Geheimnis we're going to send it back to you guys. No, we're not going to go to a very quick break, but we have more League of Legends action coming up next. Ja, wir gehen natürlich einmal auf uns rüber in der Zeit. Ja, die Sache war natürlich, wie man sich so ein bisschen vorbereitet, was gestern auch vielleicht das Problem war, Drake hat es mal angesprochen, nämlich, dass sie sich da nicht hundertprozentig einig waren. Und das haben wir auch bei Soul schon gemerkt im Interview nach dem Spiel. Es gab ein paar Kommunikationsprobleme, die vielleicht sonst nicht auftreten. Und dieser Zusammenhang, den Reckless angesprochen hat, als Team, ja, dass alle gewinnen wollen, dass alle hungrig auf den Sieg sind, das war gestern nicht der Fall. Sie hoffen, dass es nachher der Fall sein wird, ja, dass man gegen Young Generations dann nochmal alles zeigen kann, wirklich eindeutiger gewinnt als gestern. Weil wenn man auf die Worlds möchte und wenn man wirklich unter die Top 8 will, dann braucht man auf jeden Fall eine etwas bessere Leistung. Ja, da ist auf jeden Fall noch einiges rauszuholen. Man darf natürlich nicht vergessen, es sind Best of Ones. In dem Best of Five Format sieht das Ganze dann ganz anders aus. Auch dazu hat er eben noch ein paar Worte verloren. Ist aber, denke ich, für Fnatic auch drin, also hier auf jeden Fall aus der Play-In-Phase rauszukommen. In der Group Stage sieht das Ganze halt ein bisschen anders aus. Hier natürlich auch wieder so ein bisschen das Glück, das halt mit reinspielt. So, welche Gruppe kommst du? Wer werden deine Gegner sein? Hast du halt die koreanischen Teams mit in deiner Gruppe oder hast du die koreanischen Teams nicht mit in deiner Gruppe? Das sind ja quasi die Sachen, die so ein bisschen mehr wiegen. Aber bis dahin sollte Fnatic sich jetzt auf jeden Fall durchspielen können. Bin gespannt, wer dort ihr Gegner sein wird, wenn es dann in die Playoffs der Play-Ins geht. War super schwierig auszusprechen. Playoffs und Play-Ins richtig rum. Aber passt schon. Ja, und letztendlich können sie sich ja heute zurücklehnen. Also sie haben zwar gesagt, dass sie jetzt natürlich nochmal alles geben werden, aber ich denke, hinsichtlich dessen, dass man jetzt quasi schon safe weiter ist, wird man auch sehr entspannt in die Sache rangehen. Auch das kann halt einfach ein Faktor sein, der dir vielleicht sogar einen Vorteil gibt, wenn du halt einfach relaxed bist, weil du weißt, es steht nichts für dich auf dem Spiel. Er hat natürlich auch gesagt, er wird
alles geben, einfach nur wegen dem Fakt schon alleine, dass ja noch nicht klar ist, wer auf dem zweiten Seed ist und sie jetzt quasi, wenn sie verlieren würden, schon mal klar dort Young Generation weiterkommen lassen würden. Mhm. Und da muss natürlich nochmal getryhardet werden, wie man so schön sagt, auf gut Englisch. Vor allem Englisch. Auf Denglisch. Ja. Schön gut tryharden. Genau, und das, ich denke, das ist doch alles drin. Aber erstmal haben wir uns ja natürlich noch unserer jetzigen Begegnung zu widmen. Ah, Hongkong Attitude. Und Fenerbahce. Fenerbahce könnte auch ein 4-0 tatsächlich draus machen, wenn sie. Das wäre halt echt krass, dass sie ein Ranker-Team sind. Ja. Und Rampage, tja, für die sieht es jetzt nicht mehr gut aus mit ihren 4 Niederlagen. Was heißt, sieht nicht gut aus? Sie können es halt nicht mehr schaffen. Aber Hongkong Attitude, die wollen natürlich hier nochmal ein bisschen weiter nach vorne kommen. Na, vielleicht den Sieg noch mitnehmen an der Stelle. Ich muss auch sagen, ich hätte nicht gedacht, dass Fenerbahce so stark performen könnte. Ja. Haben ja ihren türkischen Kontrahenten, der sonst immer gefahren ist, ausgeschalten, wenn man so möchte. Und sie waren es, glaube ich, auch der mit dem Auswechselspieler im Jungle spielt. Ne? Mhm. Ihr richtiger Jungler hat kein Visum bekommen. Deswegen ist das Ganze auch nochmal umso beeindruckender, weil es natürlich sehr schwierig ist, mit einem Spieler, mit dem du halt nicht geübt hast, die gleiche Leistung zu bringen. Ich frage mich immer, woran sowas scheitert, dass du halt so ein Visum nicht bekommst, vor allen Dingen, dass halt 4 Leute es bekommen und einer nicht. Ja. Weil die werden ja wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, alle über die Orga beantragt werden und alle gleichzeitig. Vor allen Dingen, wenn es, also laut offizieller Seite, liegt es ja nicht an ihm. Also es kann nicht heißen, irgendein Pass ist nicht mehr updated oder irgendwas, sondern es scheint irgendein Problem zu geben, womit man nicht gerechnet hat, was man so auch nicht regeln kann. Jetzt allerdings gibt es erstmal die Pick-und-Bann-Phase und da werde ich natürlich wieder die tolle Pick-und-Bann-Phase machen. Hau raus! Da ist sie! Auf geht's, meine Lieben! Vorletztes offizielles Game, danach haben wir natürlich noch die Tiebreaker und wir haben heute auch noch eine super tolle Verlosung für euch. Das war hier an der Stelle auch gesagt. Das dazu aber nachher mehr. Jetzt haben wir also Fenerbahce und Hongkong Attitude auf dem Plan. Ja, Hongkong Attitude ist als Favorit in die Gruppe reingegangen und wird gerade entfavorisiert. Oh, Setsu ist diesmal tatsächlich durchgekommen und wird deswegen natürlich auch sofort gefirstpickt. Ah, das ist natürlich interessant. Ja, immer noch ihre 100% Beachtung, also 100% Pick-and-Bun-Rate. Ihre Winrate ist nicht ganz so gut, dafür ist sie aber trotzdem sehr stark im Jungle momentan. Auf der anderen Seite haben wir schon den Midlane-Pick, was ja doch recht ungewöhnlich ist als First Pick. Trotzdem noch eine Tristana dazu. Unified mit Tristana sollte er keine Probleme haben und er ist auch ein sehr guter Spieler. Auf der anderen Seite jetzt Lulu, um die als Support zu denyen und als Antwort zu Syndra Orianna, was eigentlich ein typisches Standard-Matchup ist. Orianna wird sie irgendwann ein bisschen outscalen. Man ist im Teamfight natürlich um einiges stärker. Das könnte dazu führen, dass jetzt der ein oder andere AD-Carry noch von Hongkong Attitude dort gebannt werden wird. Einfach nur um diese Lulu-Synergie zu vermeiden. Kog'Maw sei da das Stichwort. Ja. Patton muss ich auch sagen, im letzten Game, er hat halt so wirklich so ein, zwei richtig dicke Face-Steps gehabt, wo er einfach gecatcht wurde. Musste jetzt vielleicht ein bisschen mehr aufpassen. Tristana war für ihn natürlich trotzdem ein guter Champion. Also der Teamfight hat auf jeden Fall seinen Schaden gebracht, den er bringen sollte. Im Endeffekt haben sie halt durch den Nash-Throw gewonnen. Das war natürlich die Grundvoraussetzung. Und jetzt muss man ein bisschen mehr aufpassen. Kog'Maw wird sofort gebannt, das war so ein bisschen zu erwarten. Ja, Patton war auch derjenige, der gestern mit Kog'Maw einen Penta geholt hat. Also insofern verständlich. Ich überlege gerade noch, was ist auch offen, was du rausnehmen könntest, wenn du müsstest? Twitch? Aber ich glaube, Twitch ist gar nicht notwendig, Twitch rauszunehmen. Ja. Xayah könnte man überlegen. Ich denke, Xayah-Bann wäre sogar das, was hier mit am meisten worth wäre. Ja, der kommt auch. Ja, finde ich gut. Ist halt einfach noch der beste AD-Carry, der noch offen gewesen wäre. Du hast natürlich auch wieder Varus zur Auswahl. Ja, es gibt da Möglichkeiten. Oder Twitch, wie du gesagt hast, ginge halt auch noch. Aber die anderen sind deutlich stärker, deutlich höher priorisiert. Ja, dafür die Möglichkeit, aber auch für 19-7 Fenerbahce eSport dort Support zu bannen, die halt von Hongkong Attitude noch nicht angegangen wurden. Die werden auch rausgenommen. Blitzcrank. Den will man hier anscheinend auch nicht gegen sich haben. Sola würde sagen, eigentlich ist der Blitzcrank-Bann da. Jetzt kommt noch eine dicke Frontline dazu. Es ist der Top-Lane-Galio diesmal, nicht der Midlane-Galio. Befürworte ich ehrlich gesagt auch mehr. Ich hasse Galio in der Midlane. Vor allem, wenn man ihn nicht richtig einsetzt. Und Galio hat momentan auf der Top-Lane 5 Siege und 2 Niederlagen in den Play-Ins. Also auf jeden Fall positiv dabei. Ja, nicht optimal. In der Mitte hat er, glaube ich, 2-mal gewonnen, wenn ich mich nicht irre. Ich will mich da aber auch nicht 100%ig festlegen. Und auf der anderen Seite sehen wir jetzt Maokai für die Top-Lane. Wird auf jeden Fall gut gegenhalten können. Ghost hat auf beiden Seiten starke Tanks am Start. Galio hat natürlich mit der Ult nochmal ein bisschen mehr Zoning-Potenzial, wobei du dich bei Maokai auch in Acht nehmen musst. Die Maokai-Ult kannst du so ein bisschen versuchen zu kontern, wenn sich jemand davor stellt
um eine so eine Wurzel abzufangen oder eine Katze, je nachdem welcher Skin es ist, und die anderen sich dahinter positionieren. Aber beide haben halt einen richtig fetten Flash Engage. Und das wird die CBR, die hier als Hypercarry ins Game geht. Ist für sie natürlich nicht die angenehmsten Laning Phases in den meisten Matchups, aber gegen Tristana ist es in der Tat ein relativ guter Pick. Du kannst halt alleine die Bombe, die Tristana in den Fates auch relativ stark macht. Ja, sowohl wenn sie quasi auf dich schmeißt mit dem Spell Shield Counter oder wenn sie halt am Explodieren ist mit dem Spell Shield Counter. Deshalb bist du, was die Trades angeht, als Ziel sehr sicher. Du hast einen ziemlich guten Lane-Druck, kannst sehr gut pressuren und Alistar ist auch ein guter Pick gegen Sebir. Also hier denke ich, hat sich Kaiwing auf jeden Fall für die richtige Wahl dort entschieden. Denn du hast zwar ein Spell Shield, aber du kannst dann mit dem Spell Shield nur eine einzige Fähigkeit abfangen. Und wenn der Headbutt kommt mit dem Knock-Up hinterher, dann kannst du halt bloß den Headbutt abfangen und der würde eh nicht den Knock-Up gecancelt werden durch das Pulverisieren. Und ähnlich funktioniert es halt mit dem Spell Shield. Alistar stürmt auf dich zu, du blockst dann dieses Zustürmen und wirst dann trotzdem genockt. Also der Engage ist hier in jedem Fall vorhanden. Trotzdem muss ich sagen, Fenerbahce hat eine sehr solide Team bekommen. Ja, auf jeden Fall. Ja, genauso auf der anderen Seite aber natürlich auch. Homecoming Attitude hat die gleichen Voraussetzungen, ähnliche Voraussetzungen hier in dem Fall. Es gibt halt einen Unterschied, einen essentiellen Unterschied in der Teamcom. Auf der einen Seite haben wir einen Aden-Sensor-Bauer und auf der anderen Seite nicht. Mhm. Und wenn man jetzt das einfach so nach dem Motto geht, wie ist denn der Trend aktuell, sollte das Team, was ohne Aden-Sensor spielt, eigentlich verlieren? Ja. Außerdem kommt natürlich dazu, dass es hier um den ersten Platz geht, denn Homecoming Attitude, wenn sie dieses Spiel gewinnen, haben die Möglichkeit, einen Tiebreaker herbeizuführen und dann muss Fenerbahce nochmal gegen Homecoming Attitude ran und halt entscheiden, wer hier mit dem ersten Platz aus der Gruppe rausgehen wird. Wenn sie es gewinnen, können sie aber auch eine 1 der Teams werden, was 4-0 geht. Ja, dann gibt es, glaube ich, auch gar keinen Tiebreaker in der Gruppe, ne? Ja, genau, dann gibt es gar keinen. Hier ist der Tiebreaker praktisch, der möglich wäre, um Platz 1 und in der Gruppe von Fnatic wäre der um Platz 2 möglich, mehr oder weniger. Oder ist es jetzt, glaube ich, schon? Ja, ja. Fnatic ist ja jetzt safe Erster. Ja. Da geht es nur um Platz 2. Außer sie verlieren das nächste Game. Dann gibt es auch da keinen Tiebreaker. Wenn Fnatic verliert, gibt es... Achso, ja, weil safe Young Generation 2 da ist. Genau. Ja. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. So, auf geht's, meine Lieben. Game Nummer 5 ist das heute schon. Nee, 4? 5? 5. 5. 5. Ja. So früh am Morgen angefangen, da fällt das Zählen schon schwer. Und für uns somit auch das vorletzte reguläre Game. Fenerbahce Esports, um genau zu sein, 19-7. Fenerbahce Esports gegen Hong Kong Attitude steht auf dem Plan. Und der erste Drache, der spawnen wird, ist natürlich wieder der Infernal Drake. Welcher denn auch sonst? Es gibt gar keinen anderen Drachen mehr in der Kluft. Ja, aber Botlane, jetzt schon einen dezenten Unterschied. Tristan hat sich für einen Kaltstart entschieden, um ein bisschen mehr Gold zu scheffeln. Gibt natürlich auch ein bisschen Sustain. Es ist nicht so, dass der Kalt gar keine Stats gibt. Und gleichzeitig hat sie sich halt für Storans Blade entschieden. Sollte hier dafür sorgen, dass Fenerbahce auf jeden Fall den Lane-Druck auf der Botlane aufrechterhalten können sollte. Ich muss auch sagen, dass mir Fenerbahce's Teamcomp insgesamt ein bisschen besser gefällt. Also klar, sie haben einen Sensor-User mit dabei, auch mit der Lulu viel Sicherheit. Das wird halt auch so ein Problem später werden. Syndra wird halt Probleme damit haben, an Maokai und Sejani quasi vorbeizukommen, Backline zu ulten. Das ist für sie da auch nicht ganz so einfach. Ist selber auch noch gezwungen, in der Lane Läuterung zu spielen, damit sie halt von Sejani nicht effektiv gegankt werden kann. Ist natürlich gegen Orianna ein null, ein nichtiger Summoner-Spell, wenn du so möchtest. Bringt also gar keine Punkte. Aber sie ist trotzdem gezwungen, was da natürlich für Ori Lane auch ein bisschen leichter macht. Also sie hat überall leichte Vorteile mit seiner Batsche. Frage ist halt bloß, ob sie sie auch so umsetzen können. Auf der Botlane muss man auf Seiten von Honkai Attitude nicht dem Jungler helfen, wird ja so deutlich früher Level 2 bekommen. Und man schafft es auch, die Vasallen sehr schnell an den Turm ranzupushen. Ah, das muss man jetzt richtig machen, damit man hier keinen Farm verliert, aber eigentlich sollte man das hinbekommen können. Ja, bisher sieht es ja wirklich gut aus. Padden macht hier einen guten Job. Lulu unterstützt ihn natürlich tatkräftig. Man weiß, wie man ihn zu Last Hitten hat. Trotzdem liegt man jetzt ein kleines bisschen hinten, zumindest was die Push-Verhältnisse angeht. Ja, Solo hat sich ja gestern einmal darüber beschwert, dass der Jungler doch bitte auf der anderen Seite starten möchte. Und hat dafür auch einige Gründe genannt. Ah ja, aber dieses Botlane-Mimimi. Ja, ja. Und ich denke, in dem Fall sieht man auch, dass es halt gar nicht so das Problem ist. Deswegen ist es also wenn du gut bist, Sola, ne, dann guck dir an, kannst du allen Farben bekommen. Ich muss aber auch sagen, für mich hat das halt Hong Kong Attitude da nicht perfekt gemacht. Ja. Sie haben halt die Wave, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber sie haben die Wave zu schnell gepusht. Ja. Dadurch, dass sie so schnell gepusht haben, haben sie halt in den Turm des Gegners reingejagt, der halt in der Turret komplett lasten kann. Danach die Wave ist halt wieder der Fight. Auf Gott, Quai, der muss flashen und wird abgeholt, bevor er zum Knallzapfen kommt.
Damit ist es das Wurstblatt. Das war's noch nicht. Da geht's auf einen. Der muss auch gucken, dass er rauskommt. Die Passive von Z wird gleich ausgenutzt. Da ist sie. Oh, und der Jump hat ihn selbst zurückgesetzt. Red Buff ist am Start. Ein Autotech mehr. Man flasht noch. Ganz, ganz knapp kommt man dadurch raus. Aber wirklich richtig, richtig close. Und das ist der kleine Lead am Anfang für Fenerbahce Esports. Oh, so lässt sich das loben. Lane pusht hier in Richtung Fauldron, also er hat auf jeden Fall den Vorteil, wird da weniger Farm verpassen. Auch die Aktion hat Galio halt da ein bisschen Farm gekostet, während er sich halt runterbewegen konnte von der Lane und ein bisschen mehr Erfahrung jetzt bekommen wird. Um auf die Botlane einzugehen mit dem, sie haben zu schnell gepusht. Dadurch, dass sie jetzt die Wave genommen haben, bevor die nächste Wave gegen das kam, war es direkt gefreezed. Galio hat keinen Flash mehr, man kann ihn hier CC'en, bevor er mit dem Jump oder ähnlichem wegkommen kann. Da kommt nochmal der Knock-Up. Ah, und das wird keine angenehme Lane hier werden. Teleport draußen und direkt wieder auf 25% runtergebracht. Ja, danke schön. Und da wurde sogar nochmal gepinkt. Galio versucht jetzt ein bisschen Sicht aufzubauen, um mich direkt wieder gegankt zu werden. Und im Endeffekt wird das Matchup auf der Top-Lane das Irrelevanteste bleiben. Wird einfach Tanking Tank heißt. Und je länger es geht, desto weniger Kill-Project zählt auf dem Teil der Karte. Aber zum aktuellen Zeitpunkt kann man es halt ruhig noch machen. So Tanks und erst dann Tanky, wenn sie ja Tank-Items gebaut haben. Aber dauert das noch ein bisschen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Man schickt natürlich auch über irgendwelche Fähigkeiten dort. Bisschen Boost. Lane, da kommt der Stun nochmal durch. Die Bombe geht komplett durch. Und da ist der Jump von Unified. Aber Heal und der Schild von Lulu sorgen dafür, dass man nochmal rauskommen kann. Wenn man fast so lange unter dem Turm blieben. Die Ricochets springen hier nicht über. Deshalb nicht die Möglichkeit, hier einen weiteren Kill zu bekommen. Trotzdem gut geturnt das Ganze. Na, gut getradet und Gottkai wird direkt zurück in den Dragon Pit geschickt. Ja, Top Lane sieht für Forderung gerade nicht ganz so gut aus. Ist da auch in den Trades anscheinend ein bisschen zurückgefallen. Ja, gutes All-In. Ist halt echt schade, dass man da noch hinterher flasht und den eigenen Flash vom AD Carry verschwendet. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass natürlich eine Sivir in der Laning Phase mehr abhängig von ihrem Flash ist, weil sie halt den Gap Closer hat, als eine Tristana, die halt da noch relativ ganksicher ist. Von daher ist der Trade immer noch okay für Hong Kong Attitude. Und das sind natürlich so Sachen, die musst du halt einfach als Sivir respektieren. Wie gesagt, da wo Sivir gut ist gegen Tristana, ist nicht gut gegen Alistar. Und das war das Paradebeispiel. Spell Shield wird eingesetzt, Knock-Up kommt trotzdem durch. Danach ist kein Spell Shield mehr für Tristana da und sie kriegt halt die Bombe perfekt durch. Ja. Mit dem Instant Ignite hast du übrigens allerdings an Schaden mehr ab. Bei Tristana kannst du halt auch versuchen, das Spell Shield mit dem Jump auszulösen. Das haben wir auch schon sehr, sehr oft gesehen, dass das passiert ist. Wenn man halt wusste, dass man den Trade zu 100% eingehen kann. Ja, dass da kein Backup zur Stelle war. Jetzt ist Gragas auf der Botlane. Oh, und Padden, der muss ja echt aufpassen. Gottkai hat glücklicherweise kein Flash mehr. Also er wird ihn... Das wäre er schon tot wahrscheinlich. ...auch immer treffen, genau deswegen. Jetzt wird er gespottet. Ja, und auch der gute Padden hat hier kein Summoner-Spell mehr. Dadurch ist es der Kill für Hong Kong Attitude. Da hat er auch wirklich nichts verloren gehabt. Ja. Er hätte auch einfach hätte am Turm warten können. Also ich sehe gerade keinen Grund. Da ist auch kein Minion gestorben in der Zeit, dass ihm halt Erfahrung gegeben. Warum er nicht hätte einfach am Turm warten sollen. Ja. Das ist natürlich bitter für ihn. Aber der Tod auf jeden Fall gerechtfertigt in dem Moment. Ah, das könnte für die Botlane jetzt natürlich so einiges an Schwierigkeiten mitbringen. War das gemein. Da wollten wir mal ein bisschen Counter-Jungle gehen. Da kommt die Level 6 Syndra, kriegt davon Galio Verstärkung. Passive kommt wieder durch Shockwave, geht daneben. Da konnte Mission rechtzeitig flashen. Der antwortet jetzt mit seiner Ulti. Falls man da hätte hinterhergehen wollen, wäre er safe raus gewesen, hätte trotzdem Schaden gemacht. Insofern kann ich das nachvollziehen. Abgesehen davon hat er gerade 6 Bälle zu liegen gehabt und will den Schaden sowieso raufbringen auf Orianna. Ansonsten hat er halt schlechtere Ausgangsposition auf der Lane. Hier hat man gesehen, warum die Läuterung so wichtig ist für Syndra. Hätte sie da keine Läuterung gehabt, wäre sie safe tot gewesen. Auch mit einer Heilung. Oh, Stun muss sitzen. Sitzt auch, aber man hat da hinten schon Seju gespottet. Die auch gut von Tavin gemacht, dass er halt direkt die Ward gestellt hat, um halt auf Nummer sicher zu gehen. Die Shockwave wird ein bisschen früher wieder da sein als die Ult von Syndra. Trotzdem muss man sagen, die hätte eben besser sitzen können, wenn man einen Ticken schneller dabei gewesen wäre. Jetzt in der Midlane der Dive mit Maokai und da sitzt der CC direkt. Den Kill kann man sich holen. Saldrin mit hier dem zweiten Kill für sein Team. Da wird gleich nochmal schön das Bass für diese Bull gespammt. Dann ist Maokai gut. Wenn irgendein Ziel halt low ist und du weißt, du kannst es schnell genug abholen, du weißt, es hat keine Läuterung mehr, es besteht keine Gefahr, dass er dir irgendwie entkommt, dann kannst du natürlich mit deinem Ultimate so eine breite Fläche abdecken. Frozen. Oh. Hätte er sogar holen können, der hat noch Flash gehabt. Okay, Botlane, Padden, der hat noch kein Flash, kommt aber trotzdem nochmal ganz knapp raus. Oh, schöner Trade aber nochmal von Lulu, die hat allerdings an Schaden nochmal rausbekommen. Macht aber keinen Unterschied, Alistar bringt halt auch ein bisschen Sustain mit. Über die Passive, hin und wieder kommt da die Heilung rein. Außerdem sind für Tristan auch noch Potsdam, sie hat das Kall.
kann sich da halt locker gegenheilen. Für CB ist es halt mittlerweile echt eine unangenehme Laning Phase geworden. Sie wird halt jedes Mal All-In. Und sobald es All-In da ist, kann sie halt nicht wirklich gegentraden. Es braucht halt mindestens noch so lange, bis sie halt genug Schaden aufgebaut hat, dass sie halt die Waves one-shotten kann. Und das wiederum wird noch ein bisschen dauern. Meistens ist es halt wirklich das BF-Sword. Sobald das da ist, hast du halt wirklich mit einem Ricochet, beziehungsweise mit einem Einsatz von Ricochets, also drei Auto-Tags und einer Boomerang-Klinge eine Wave geklärt. In dem Fall wird es auch der Essence Reaver. Auch da sieht man immer mal unterschiedliche Builds von Sivir. Ich finde es aber vollkommen okay. Gerade Cooldowns sind auch viel für sie wert, die 30%, die sie bekommt, damit sie halt in Teamfights später ihre Ricochets halt permanent aufrechterhalten kann. Denn die können ja mittlerweile alle critten. Das heißt, crittet der Erste, Auto-Tag critten alle, auf die die Auto-Tags quasi überspringen, auch zu 100%. Und damit bist du im Teamfight natürlich unfassbar stark. Jetzt geht sie sogar Richtung Inferno Drake. Gott, Quai, der denkt sich, den sollte man Drake kriegen können. Sieht doch lecker aus. Ja, die Botlane ist halt sehr dominant. Syndra ist halt auch, was Pushen angeht, im Early ein bisschen besser als Orianna. Ja, Orianna ist trotzdem so ein bisschen am Warden gerade gewesen. Also man wird hier in der Mitte nicht überrascht werden. Drachen muss man trotzdem aufgeben. Und Hong Kong Attitude, die liegen zwar vom Golden Clan ein bisschen hinten, aber trotzdem arbeitet man sich gut rein und die Ult ist eindeutig daneben gegangen. Da hätte man auch ein bisschen mit warten können oder halt zumindest in die andere Richtung setzen können. Vor allen Dingen hätte die getroffen, wäre es ein safer Kill gewesen. Es war keine Läuterung da, es war kein Flash da. Ja, und genau weil kein Flash da war, hättest du auch einen Ticken warten können. Ah, da brauchst du nicht so übereilt das Ganze versuchen, sondern kannst dir Zeit lassen, zielen, die Luft anhalten und dann in CC setzen. Und Sejuani hat ja selber auch noch Flash gehabt. Also sie hätte selber auch mit Q-Flash quasi reingehen können, um den Knock-Up zu treffen. Hätte dann halt einfach hinterher geultet. Also da bestand gerade viel Kill-Pressure. Da hätte man viel mehr draus machen können aus der Situation. Crash hat das da ein bisschen misplayed. Damit den Kill auf jeden Fall nicht möglich gemacht. Botlane wird man weiterhin defensiv spielen müssen. Fahrmäßig liegt man auch schon ein kleines Stückchen hinten. Also das gestaltet sich hier sehr unangenehm. Liegt auch daran, dass man so oft reingedrückt wurde und vor allen Dingen einmal gestorben ist. Also die Trades laufen gerade echt nicht gut für Sivir. Scaling-mäßig ist sie trotzdem stark dabei. Ja, die wird um einiges stärker werden. Auch der Movement Speed ist natürlich ein gutes Engage-Tool für so Mann wie Sechu oder Maokai, die sonst ein bisschen Probleme haben, an die Gegner ranzukommen. Maokai Sivir ist halt das Stumpfeste, was es gibt. Das hat er halt früher. Das war einer dieser Parade-Kombos, die SKT gerne gespielt hat. Im letzten Jahr. Gerade auch zu den Playoffs hin in Korea. Und das hat halt super gut funktioniert. Sivir Ultimate drücken, Maokai läuft los. Am besten noch Righteous Glory mit dazu. Drückt halt einfach W auf den Carry. Und du hast ihn. Er kommt nicht mehr weg. Du hast ihn gelockt. Und das ist natürlich immer ein riesen Vorteil in so einem Teamfight. Trotzdem hat Sivir natürlich etwaige Nachteile. Und das Game zeigt natürlich die deutlichen Nachteile aus des Champions, dass seine Landing Phase jetzt halt nicht die grandioseste ist. Genau das ist auch der Grund, warum wir sie halt in aktuellen Meta auch relativ selten sehen. Das ist halt immer so die Notlösung. Lane jetzt der Lane Swap verzogen. Tristana kann hier im Tower einiges an Schaden machen. Auch Maokai hat darunter zu leiden. Nicht zuletzt, weil die Bombe natürlich Flächendamage macht. Aber man rotiert hinterher. Man wird also auf der Top-Lane versuchen können, gegenzuhalten. Das ist aber nicht leicht. Wir haben gesehen, auf der Botlane hat es nicht funktioniert. Auf der Top-Lane hat der Turm jetzt schon viel Schaden bekommen. So langsam aber sicher bahnt sich da der First Blood Tower an. Waveclear ist natürlich nicht schlecht von sie. Einer der AD-Carries mit den besten Möglichkeiten. Die Lulu ult jetzt schon draußen, um hier den Disengage zu finden. Und für Unified sieht es gerade gar nicht mal so gut aus. Ja, aber auch hier wegjumpen. Ah, Gragas ist am Start. Godfrey wird jetzt aber gleich von Crash hier mehr oder weniger abgefangen. Passive kommt wieder durch, das Fass von ihm auch. Die Ult geht schon wieder daneben. Schade. Ah, die musste ja auch predikten, das war nicht ganz so einfach. Ja. Ja, man hätte aber auch noch warten können höchstens, aber hier wird man jetzt in den Tower gekickt. Flash in die andere Richtung, um nicht noch mehr Auto-Attacks von Tristana raufzubekommen, war gut. Orianna. Und jetzt kommt Orianna. Ah, Tristana ist im Busch. Die Bot stand halt vorher. Die ist zu weit weg an der Stelle. Dafür kann man jetzt wahrscheinlich das Turret First Blood sichern. Also unten wird es nicht rechtzeitig lang und wahrscheinlich wird man damit auch nicht schneller sein. Obwohl, Gragas hat auch genug Leben und hat zumindest ein bisschen was an Wave Clear. Man kommt noch nicht genug an den Turm ran. Die nächste Wave wird man auch noch direkt runterpushen können, aber Ori muss sich jetzt wieder wegbewegen. Ansonsten verliert sie selber zu viel in der Midlane. Mercury Boots gibt es jetzt hier für Sejuani, damit sie auch ja nicht zu lange CC't wird. Auch allgemein ist viel magischer Schaden vorhanden bei Hong Kong Attitude. Also hier kann man auf jeden Fall diese Mercs sehr, sehr gut verargumentieren. Rosen könnte sich da auch überlegen, bei Zeiten halt in Richtung MR zu gehen. Trifft hier nochmal die Shockwave. Oder Trade für ihn, muss aufpassen, dass er nicht zu deep geht. Syndra hat immer noch die komplette Rotation parat. Gragas ist halt auch noch mit am Stissel.
Das ist aber mal eine gute Idee. Also, wer dieses Matchup vielleicht selber kennt, spielt und damit nicht gut klarkommt, Syndra Ori ist ja eigentlich so ein Syndra-Favorite-Matchup. Syndra hat dezent kleine Vorteile, kann es safe spielen, aber kommt halt sehr gut klar in dem Matchup. Taldrin kommt da dazu, die Ult ein bisschen zu weit nach vorne gesetzt, hat man den Speed der Gegner doch unterschätzt. Alistar versucht sich hier zu wehren, die Passive von Crash kann man versuchen zu nutzen. Der Turm steht allerdings noch und deswegen kein weiterer Versuch hinterherzugehen, während auf der Botlane Riris sich jetzt den Tower holen kann, weil einfach niemand da ist, der ihn verteidigen kann in der Zeit. Die fallen dann oben schneller, die müssen sich jetzt halt ranhalten. Ah, es könnte sehr, sehr knapp werden, weil der Damage mit den Vasallen auf der Botlane doch zu stark ist und damit geht der First Blood Tower an Galio und auf der Toplane kann man sich relativ schnell revanchieren. Man wird jetzt keinen Tier 2 Tower verlieren, deswegen, das ist sehr gut. Insofern noch zu verkraften, aber nicht optimal ausgegangen. Um nochmal auf dieses Midlane-Matchup zu sprechen zu kommen. In der Situation ist es halt vollkommen vertretbar, dass du halt das Orianna-Ultimate nicht nutzt, um halt auf den Gank zu warten oder den Gegner halt mit einmal zu töten, sondern dass du es halt einfach bis zum Poken nutzt. Du musst halt Syndra essentiell auf Hälfte, vielleicht am besten sogar auf ein Drittel Lebenspunkte halten, damit Syndra halt nicht ins All-In gehen kann, weil sie halt immer Gefahr läuft, dort irgendwie gerade gegankt zu werden, gewone-shottet zu werden, von dir vielleicht auch von einer Combo getroffen zu werden und du zwingst sie damit halt defensiv zu spielen, was in dem Matchup für Syndra sehr unangenehm ist. Also hier macht er es genau richtig, dass wenn er die Shockwave treffen kann, nutzt er sie auch sofort und behält sie halt gar nicht erst auf Cooldown. An der Herald wird jetzt schon wieder gepinkt, wäre natürlich ein gutes weiteres Objective. Deswegen ist man noch nicht wieder runterrotiert. Der nächste Drache ist nur ein Winddrache. Mal da nicht so wichtig wie der Herald oder zumindest nicht so hoch priorisiert. Crash allerdings versucht sich erstmal noch ein kleines bisschen Farm zu holen. Und da nicht hinterher, sondern hat sogar den Lead, was das angeht. Und in der Zeit aber God Kai mit Unified hier am Herald. Und den sollte man bekommen können, einfach weil nicht genügend Leute von 1907 für der Batsche in der Nähe sind. Man bekommt sogar nicht mal mit. Oder willst du halt einfach nicht contesten. Ja, das ist halt wirklich das Schöne. Wenn du erstmal eine Botlane hast, die stark ist, kannst du halt alle Objectives in der Nähe und um die Botlane herum halt relativ leicht mitnehmen. Und genau, das machen sie ja auch. Die Botlane halt unten, gehen sie halt für den Drachen, ist die Botlane oben, gehen sie für den Herald. Das haben sich halt gute Informationen vorher, warden alles aus, damit hier auch ja nichts passiert, was überraschend sein könnte. Also hier Hongkong Attitude, zwar 2 Kills abgegeben, aber sind auf dem besten Wege, hier trotzdem mithalten zu können. Auch der infernale Drache wird dort gut kommen, sind im Gold auch nicht behind, im Gegenteil sind sogar 300 Gold vorne. Und da muss man auch natürlich wieder sagen, dass sie haben halt einen Turm mehr und sind halt nur in Anführungsstrichen 300 Gold vorne. Das ist jetzt natürlich auch nicht bombastisch viel. Farmwerte sind soweit auch ganz ausgeglichen, außer auf der Botlane. Da ist halt wirklich Tristana doch schon um einiges vorne mittlerweile. Aber da hat man ja auch gesehen, sie haben halt die eindeutig stärkere und dominantere Lane gespielt. Ja. Da hängt man auf jeden Fall ein kleines bisschen hinterher. Patton arbeitet sich aber gut zurück ins Spiel. Nach diesem einen Tod, den er hatte, hat man es erstmal sein lassen. Er hat es da ein bisschen defensiver spielen können. Hat sich auch gut gewehrt bisher. Trade mit Lulu vorhin war ja nicht verkehrt. Ansonsten ist Arden Sensor jetzt auch fertig, was natürlich um einiges besser ist als die Variante, die man vorher hatte, als kein Abendsensor. Ein Abendsensor ist immer besser als kein Abendsensor. Zwei Abendsensor sind besser als ein Abendsensor. Das stimmt. Und 3 sind manchmal ein bisschen zu viel des Guten, aber trotzdem wesentlich besser. Und was hier auch gerade genutzt wird, ist der Herald in der Mitte. Frozen. Schöner Flash. Guter Flash. Kommt hier dadurch nochmal raus. Den Turm wird man allerdings wahrscheinlich nicht halten können. Und nein, es wird nicht der dritte First Blood Tower, wie manche Leute jetzt vielleicht vermuten. Ja, ich weiß, ich habe mich vorhin einmal versprochen. Es wird der erste Midlane-Tower, während man auf der Top-Lane versucht, den Tier-2-Tower zu kriegen, bekommt den auch. Der fünfte First-Blood-Tower. Den meine ich ja, natürlich. Ja, und jetzt versucht man sogar noch ein bisschen zu fighten, ist aber sehr gesplittet, während die Gegner vor allem den Galio haben, der jetzt versuchen kann, von hinten reinzugehen. Unified ist hier sehr gut positioniert, Crash kann mit der Lulu-Ult das Ganze überleben und man kann sich nochmal zurückziehen. Insofern ist man nur nochmal glimpflich rausgekommen. Ja, da hat Godfire halt sein Ultimate verschüttelt. Wenn Godfire sein Ultimate gut setzt, dann kriegt man eventuell Sejani. Ich weiß halt nicht, wie weit der Flash sie da noch rausmanövriert hätte. Aber dadurch, dass das Barrel halt nicht getroffen hat, war für sie jetzt auch keine größere Gefahr mehr gegeben, weil sie halt einfach rausdashen konnte. Kein Kill soweit. Natürlich das sehr angenehm. Man merkt aber auch, die Tanks können mittlerweile schon einiges ab. So 20 Minuten, wenn du darauf zuarbeitest, das ist meistens die Marke, wo die Tanks dann sehr unangenehm werden für die Carries, weil halt noch keine Durchdringungswerte vorhanden sind. Allerdings die Tanks jetzt schon. Keine Chance. Maokai, der hat auch zu viel sich hier für die Abyssal Mask entschieden. Ist auch die richtige Entscheidung, meiner Meinung nach.
weil er halt immer in den Gegnern drin steht, da die Resistenzen runterzunehmen. Vor allen Dingen, weil du das gut mit der Orianna Ult kombinieren kannst. Genau. Sehr schnell gekommen. Ball Delivery System. Genau. Wenn er halt einfach später engagen wird mit CB Ultimate, mit Righteous Glory, kriegt er halt direkt den E von Orianna, hat einen Ball auf dem Kopf, versucht halt den Carry rauszukriegen. Sobald er den Carry neben sich festgewurzelt hat, kommt die Shockwave noch rauf, der W, der Q von Ori und dann hast du halt den perfekten Kill. Und dann noch 10% mehr magischen Schaden zu haben für Ori ist da gar nicht verkehrt, denn das Item funktioniert so, dass es halt nicht alle Spieler um dich herum boostet quasi, die in deiner Reichweite stehen, sondern die Schaden in der Region. Ja. Wir sehen hier den nächsten Drache, der an Hong Kong Attitude geht. Und was Objectives angeht, sind sie da auf jeden Fall besser dabei. Haben sich sowohl den Herald als auch beide Drachen bisher sichern können. Und auf der anderen Seite hängt man noch so ein kleines bisschen hinterher. Ja, man will natürlich skalieren bei 19.07 Fenerbahce, das ist klar. Aber man braucht hier ziemlich lange. Ja, das könnte doch problematisch werden. Ist aber noch nicht so weit abgeschlagen, dass es keine Chance gibt. Ja, wir sind beim Gold fast gleich auf. Das ist nicht viel, was hier an Unterschied existiert. Und auch die 20 Farm Vorsprung bei Tristana haben sich inzwischen so ein bisschen eingepegelt. Da kommt nicht mehr dazu. Ja, das CV Late Game sollte man richtig unterschätzen. Denn der Budget ist hier lange, lange noch nicht am Ende. Also auch wenn sie jetzt hier ein Turnier abgegeben haben. Das Game ist noch sehr ausgeglichen. Natürlich da, wo sie sehr gute Scalings haben, ist jetzt Hong Kong Attitude auch nicht schlecht unterwegs. So im Late Game eine Hyper Carry und eine gute Frontline zu haben, ist halt immer schon richtig viel Gold wert. Und das haben sie nun mal mit der Syndra dazu. Die Syndra könnte halt hier eine sehr essentielle Position einnehmen. Also sie könnte halt sowohl der Faktor sein, der halt Hong Kong Attitude zum Sieg bringt, wenn sie halt wirklich schafft, mit ihrem Burst im Late Game den Hyper Carry zu eliminieren. Sie könnte aber auch der Faktor sein, der, wenn sie halt nicht an den Gegner rankommt, um ihn zu eliminieren, halt der Faktor oder der Punkt ist, der ihr halt zu viel kostet. Dann hat einfach ein bisschen useless ist im Late Game. Denn sie hat halt bis die Möglichkeit, jemanden direkt zu one-shotten. Gute Stunts rausballern und den Lockdown auf den Carry. Möglichst halt den Hyper-Carry. Da muss man auch wieder sagen, ist Sivir halt einer Syndra gegenüber ziemlich anfällig. Also sie ist halt null mobil. Sie hat zwar ihren Space Shield, aber der Space Shield ist halt nicht in der Lage, das Ultimate abzufangen von Syndra, sondern maximal einen Ball. Ja. Und da kommen halt einige Bälle geflogen, wo halt jeder einzelne viel Schaden macht. Also es ist komplett irrelevant, ob du halt diesen einen Ball dort abfangen kannst oder nicht. Meistens wirst du trotzdem sterben, wenn du halt in einer sehr ungünstigen Situation bist. Ja, man versucht hier sich jetzt wieder so ein bisschen zu rupieren, vielleicht einen Gegner zu überraschen. Unified kann extrem gut alleine pushen. Reckless hat das mit Tristana ja schon immer eigentlich gemacht. Ja, so ein bisschen solo auf die Sideline gegangen und hier ist ihm nicht genügend Gefahr ausgesetzt, als dass er sich das nicht trauen könnte. Hat immer den Jump, hat die Ult zum Disengage, damit funktioniert es extrem gut und auch ihr Clear mit der Bombe oder der Damage, den sie an Türmen macht, ist richtig stark. Da kann eigentlich kein AD Carry mithalten. Zumindest bei dem Turm-Damage. Schön nochmal den Dashi gecancelt. Damit haben auch beide exakt gleich viel Farmen. Sejuani ist im Jungle halt ein bisschen weiter vorne. Hat sich da also schon ein bisschen was erarbeiten können, hat sich auf eine frühe Warmox entschieden. Das täuscht jetzt ein bisschen. Also Sejuani sollte man jetzt hier nicht so overraten. Sie hat halt momentan kaum Resistenzen. Hat halt eine Menge Leben. Aber Leben ist halt nicht das, was sich im Endeffekt tanky macht, sondern die Kombination aus Leben und Tank-Stats. Sind da halt ganz wichtig, aber dadurch, dass du natürlich mehr Leben hast, skalierst du auch besser mit den Tank-Stats. Also jedes Item, das sie jetzt halt essentiell mit Magieresistenzen und Rüstung dort kaufen wird, wird ihr halt einfach richtig viel bringen, weil du kriegst halt diese Schweine dann überhaupt nicht mehr auf die Grille gelegt. Ritterschuhe wäre tatsächlich auch nicht verkehrt gewesen. Das ist eigentlich ein Item, was wir sehr häufig und früh bei Sejuani Jungle gesehen haben. Und gibt halt auch Tank-Stats, ne? Ja, genau. Und gibt dir halt auch noch Leben. Also es ist eine gute Mischung aus Rüstung und Leben. Und vor allen Dingen verstärkt es halt nochmal dein AD-Carry. Und das wäre hier gar nicht so verkehrt gewesen. Wird wahrscheinlich auch noch kommen. Ja, ein Locket zum Beispiel ging ja auch noch an der Stelle. Gucken, wofür man sich dann entscheiden wird. Da gibt es ja sehr viele Möglichkeiten. Wir sind auch noch, sagen wir mal, im frühen Spielverlauf. Wir sind zwar schon bei 20 Minuten. Ja, für die kommst du es aber wirklich der frühe Spielverlauf. Genau deswegen. Es wird noch ein bisschen dauern, bis man hier wirklich stark wird. 3 Kills in 22 Minuten, 22 Sekunden ist nicht nennenswert. Das sind ja fast koreanische Verhältnisse hier. Aber wir sind ja auch auf den Worlds. Das stimmt. Ja, allgemein, finde ich, haben wir häufiger Games wie diese hier, die so ein bisschen dauern. Ein bisschen mehr Zeit benötigen. Das bringt ja die Meta so ein bisschen mit sich, mit der Tank-Meta und den Hyper-Carries. Dafür sind die Teamfights halt immer echt cool anzusehen. Also das ist halt immer so dieser Trade, den du halt eingehst. Also ich mag Assassins unheimlich gerne. Ich spiele sie selber natürlich auch super gerne, weil sie da halt einfach, sie haben halt mehr Play-Potential, sie machen dir dadurch mehr Spaß, sie haben mehr Möglichkeiten. So, und du bist halt derjenige, der entweder
Game komplett carried oder manchmal auch der, der es halt komplett verliert, je nachdem. Aber damit natürlich auch früher schon viel essentieller. Dafür allerdings sind die Teamfights hier viel dynamischer, genau, viel länger gezogen und es kommt an den Teamfights auf alle einzelnen Fähigkeiten an. Du hast auch mehr Teamfights. Und mit den meisten Assassins, wenn du halt Richtung AD-Assassin guckst oder auch Echo zum Beispiel, die sind eher für den Split-Push zum Beispiel dann zuständig als im Teamfight oder versuchen nur zu flanken, müssen sich lang raushalten. Wir haben es bei Kha'Zix in dem einen Game gesehen. Und das ist nicht ganz so cool wie diese krassen Teamfights, die du jetzt hast, wo alle Leute dabei sind, wo es sehr viel CC gibt, Turn-Möglichkeiten. Also ich verstehe schon, warum Riot hier lieber Tanks sehen möchte. Auch wenn manchen Leuten das inzwischen vielleicht auf die Nerven geht. Ja, Righteous Glory bei Maokai auch fertiggestellt. Also er ist jetzt auf jeden Fall ein ziemlich gutes Engage-Utensil, gerade zusammen mit Sivir. Vor allem mit Sivir zusammen. Das ist schon echt krass. Ich glaube, bei Sivir wird man dann noch so auf den Punkt warten, bis Herr King in der Endlichkeit fertiggestellt ist. Ja. Oh. Da war Thaldrin vielleicht ein bisschen zu aggressiv, denn gegen Tristanas Damage schön den Jump gecancelt. Hat er wenig Chancen. Jetzt setzt er die Ulti ein, wird nochmal verlangsamt und dadurch bekommt man hier den Kill. Auch wenn man nochmal ein bisschen Schaden machen konnte. Das ist halt da so richtig stumpfer Automatismus gerade gewesen. Ja. Er ist halt wortwörtlich 5 Minuten auf der Lane und macht nichts anderes, außer in die Wave zu gehen, mit dem Gegner zu traden, zu pushen, wieder zurückzugehen, mit dem Gegner zu traden, zu pushen, zurückzugehen. So, und irgendwann macht er das halt und checkt halt gar nicht, dass irgendwo vielleicht einer fehlt oder dass er gar keine Vision hat, sondern er hat sich halt so dran gewöhnt, das die ganze Zeit so zu spielen, dass er dann halt einfach gecatcht wird, weil Tristana sich auf die Lane bewegt und da hat er halt nicht ganz aufgepasst. Putz. Ja, die Bombe nochmal hoch. Special Forces Tristana. Und die wird sich jetzt ganz alleine hier den Drachen holen. Das sieht nicht ganz so gut aus für 1907 Fenerbahce Esports, wenn man ehrlich ist. Denn natürlich ist ihr Scaling nicht schlecht. Natürlich brauchen sie Zeit und sie sind goldmäßig noch extrem nah an Hongkong Attitude dran. Aber Drachen unterstützen das Scaling. Selbst wenn es hier nur ein Winddrache ist, er wird den Ahndrachen, der später kommt, noch um einiges stärker machen. Und wenn Hongkong Attitude den dann bekommen sollte, dann wird schwierig. Das ist halt so eine Sache, was auch viele unterschätzen. Es ist ja so, dass halt auch, machen wir uns nichts vor, wirklich viele Teams am Nasher ganz gerne mal einen Fight throwen, dass sie halt durch den Debuff halt zu viel Schaden dann erleiden in dem Teamfight, dass sie halt den Nasher nicht bekommen, weil er weggesmited wird und das Game auf einmal daran throwen. Da kannst du halt beim Elder Drake genau in die Richtung arbeiten, dass der Elder Drake quasi kein Risiko für dich darstellt. Ja. Also klar, er kann später immer noch gesteelt werden, aber wenn er gesteelt wird, ist es halt überhaupt gar kein Problem für dich. Er hat keinen Drachen, er hat gar nicht so viel Effektivität von dem Elder Drake. Während du selber halt, wenn du den bekommst, halt einfach richtig sahnig damit abgehen kannst. Also hier auch einfach der Fakt, dass du halt ein geringes Risiko hast und wirklich sehr, sehr viel, was du rausbekommst. Wenn du halt vorher die Drachen schon sichern konntest. Und da muss man halt einfach sagen, sind sieben momentan das bessere Team. Der nächste Drache ist zwar auch ein bisschen Cloud Drake, aber auch da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, werden da jetzt der Catch-Versuch auf Crash, der da ein bisschen zu weit vorne ist. Bauchhammer trifft ihn, er kann noch flashen. Versucht das fast so ein bisschen zu predikten und zu sidesteppen. Aber da kommt er nicht raus und ohne Jungler... Ja, wird ein Baron Steel schwierig. Man könnte überlegen, ob man den Anfang baitet jetzt die Gegner hier ein bisschen ran. Als haben sie Wort entdeckt. Man baitet natürlich auf Seiten von Fenerbahce, dass die Gegner das nicht durchziehen, dass man den irgendwie stealen kann, aber das wird nicht leicht. Jetzt hier der Galio, der einfach zoned. Ah, ist da sehr gut positioniert gegen Padden. Man muss den Baron nicht abbrechen. Kriegt zwar auch einiges an Schaden, aber die beiden Tanks sind hier auf jeden Fall stark genug, um das Ganze abwehren zu können. Oh, jetzt kommt der Maokai mit der Ulti. Man versucht hier reinzugehen, aber der Knock-Up sitzt und damit ist jetzt Frozen down. Man zieht sich erstmal vom Baron zurück. Den konnte man verteidigen. Man kriegt sogar noch einen Kill. Und auch Riris muss gucken, dass er wegkommt. Hat den Slow durch Righteous Glory, flasht hier sogar nochmal am Ende. Aber die Krabbe, die sorgt natürlich dafür, dass man hier einiges am Movement Speed bekommen kann. Der Taunt kommt durch, ist aber auch nur da, um ein bisschen Zeit zu erkaufen. Riris versucht's mit der Ulti und kann sogar nochmal rausspringen, da der CC nicht vorhanden war. Aber ja, trotzdem, Baron verteidigt und man will ihn jetzt direkt selbst machen. Ja, aber da ist noch eine Ward drin. Also ganz einfach ist es auch nicht. Gragas bleibt mal eben hotig-sputig da. Knallzer wird ausgelöst, er wird weggesprengt. Kommt aber in der Zeit locker nochmal ran. Aber wie gesagt, Vision ist gegeben. Sejuani kommt jetzt an mit ins Pit. Maokai tankt das ganze Pit. Galio keine Ult mehr. Oh, Lulu. Die muss sie wegflashen. Zu viel Schaden bekommen. Die können sie nicht machen. Sie machen gerade genau den gleichen Fehler, den sie gerade gefallen haben. Vor allem, warum? Man müsste den jetzt nicht machen. Man versucht jetzt das Ganze zu turnen. Pen ist schon mal relativ low. Wird hier direkt downgeburstet von Gragas. Und Galio. Und auch Riris holt sich nochmal den Kill. Auf Lulu, da kommt die Passive noch durch. Oh, und das hätte man, also natürlich war es knapp. Man hätte das Ganze, wenn man es einen Ticken besser gespielt hätte, auch noch wesentlich besser bewältigen können bei Fenerbahce. Aber es war schon risky, den Baron hier anzufangen. Sie hatten gar keinen Clear, sie wussten gar nicht, ob da Wards drin stehen. Es war nicht risky, es war halt in dem Fall einfach nicht gut. Also da hätten sie wirklich vom Nasher ablassen müssen. Sie haben halt gerade den gleichen Fehler, den sie vorher gepunished haben, haben sie halt danach gemacht.
Sondern da hätte man, wenn du halt selber zumindest ein Trinket hast, um dort die Sicherheit herzustellen, wäre es halt okay, ne? So wie es halt vorher HKA gemacht haben, Hong Kong Attitude. Ich hätte wirklich Glück gehabt, dass Tristana noch sehr lange überlebt hat. Dann wäre Tristana halt hier gestorben, vor allem durch den letzten Auto-Attack. Durch das Ricochet, was glaube ich, was dann daher geflogen ist. Dann wäre halt danach, wenn hätten sie wirklich machen können, dann hätten sie halt kein Risiko mehr gehabt, also dass er gestealt wird. Was aber sehr unwahrscheinlich gewesen wäre. Aber dadurch, dass Tristana hier überlebt, kommt sie halt direkt full life wieder. Und die hat auch Schaden. Sylvie und Tristana sind gerade die wichtigsten Punkte in ihren Teams. Das war schade, es war knapp, dass man hier noch mehr Kills bekommt. Aber du kannst nicht selber dann für den Nash gehen. Da musst du konsequent sein und musst auch vor allen Dingen realistisch sein. Ja, Lulu hat vor allen Dingen zuvor auch viel zu viel Damage bekommen. Man hat sehr viele wichtige Fähigkeiten bereits nicht mehr zur Verfügung gehabt. Natürlich die Gegner auch nicht. Aber da hat man sich selbst ein kleines bisschen vielleicht überschätzt. Man liegt auch gerade nicht wirklich gut im Spiel. 1000 Gold Unterschied ist zu dem Zeitpunkt eigentlich kaum noch was. Ja, es wird komplett auf die Entscheidung ankommen. Also ich denke, das wird im Game auch so weitergehen, dass man halt... Irgendwann wird es wahrscheinlich ähnlich wie im Fnatic-Game aussehen. Irgendwann kommt ein Teamfight, der halt sehr eindeutig ist, woraus halt Nasher resultiert. Und das Team, das den quasi gewinnt, wird danach mit Vorteil ins Game reingehen und es wahrscheinlich auch gewinnen. Sylvie hat jetzt auch ein bisschen abgeräumt, was die Kills angeht. Pickaxe und Kombinationskosten fehlen noch für Klingen der Unendlichkeit. Und darauf sollte man warten. Das ist ein guter Power-Spike. Ja, auf der anderen Seite Tristana. Die ist halt schon fertig mit ihren 3 Crit-Items. Ah, Frozen könnte natürlich versuchen, sie zu one-shotten. Aber wenn da irgendwas nicht trifft, dann sieht es auf jeden Fall schlecht aus, weil der Schaden von Unified inzwischen schon richtig, richtig gut ist. Frozen hat bisher auch noch gar keine Flat-Durchdringung irgendwie mit dabei. Ja. Also der Lernstab ist natürlich gut und schön. Ja, der wird nicht reichen. Also ich glaube, für einen One-Shot gegen Tristana wird es einfach nicht reichen an der Stelle. Die ist selber jetzt auch dabei, ihre MR-Werte aufzubauen. Ich denke, es wird ein QSS. Einfach nur damit sie halt, das hat man jetzt jeweils gemerkt, diesem Maokai und diesem Sejani-Engage halt nicht unterliegen muss. Ah, da schon wieder der Catch-Versuch. Eben war der Crash ein bisschen zu weit vorne, wurde einfach vom CC von Hong Kong Attitude rausgenommen und davon haben sie auch mehr als genug. Also die 3 Tanks, die sie haben, funktionieren hier einwandfrei. Als Zoning-Tool, beziehungsweise einfach mit MCC. Und diesmal funktioniert das mit den Tanks, weil du halt 2 Damage-Dealer dabei hast. Und Syndra ist da, um ein einzelnes Ziel down zu bursten. Tristana für den kontinuierlichen Schaden. Sie ist auch mobil genug, um sich immer wieder hinter den Tanks zu positionieren. Und auch durch ihre Resets hat sie die Möglichkeit, da länger durchzuhalten und weniger angreifbar zu sein, als es die meisten anderen AD-Carries wären. Deswegen auch sehr gut, dass man Xayah gebannt hat. Einfach damit Patton da nicht die gleichen Voraussetzungen hat. Auch Kog'Maw hat man rausgenommen gegen Patton, der damit gestern noch einen Pentakill geschafft hat. Schön, dass bei so einem Team kommst, bist du ja super gefährdet. Jetzt beide haben halt viel Engage mit dabei. Ja. Ein Failstep von einer einzelnen Person könnte ich halt wirklich, also im wahrsten Sinne des Wortes, das ganze Spiel entscheiden. Ah, schön, haben wir die Vision hier geklärt. Also momentan hat dort Hong Kong Attitude den Vorteil, was den Kampf und die Herbeileitung des Kampfes im River angeht. Oh, und sind die beiden Tanks halt dabei, sich zu behaken. Ja, sie machen halt genau richtig. Sie versuchen halt den Gegner zu zwingen, dort zu facechecken. Ist allerdings ziemlich schwierig, wenn du eine Ori gegen dich hast. Die kann halt ihren Ball hin und wieder dort einfach das Gebüsch aufdecken und dadurch halt Sicherheit bekommen, ob da jemand trappt oder nicht. Denn der Nasher wird jetzt natürlich auch langsam immer schwächer, kann man wirklich sagen. Also er wird selber nicht schwächer, im Gegenteil, er wird sogar stärker. Aber die Scalings schreiten natürlich zu schnell voran. So ein AD-Carry mit 4 Items zerlegt halt den Nash in Sekunden. Ja. Da wird man nicht lange brauchen. Crash. Na, spottet jetzt zumindest den Alistair im Busch. Oh, sie sollten jetzt fighten. Kann man auch zerstören. Also wenn sie jetzt fighten, ist es ein schlechter Moment. Einfach nur, weil sie jetzt zwar klingende Endlichkeit fertig haben auf Sylvie. Allerdings ist auf der anderen Seite bei Tristana schon das Last Whisper da. Ja, aber Tristana ist halt unten noch beim Drachen. Also da hätte man sich überlegen können, was zu machen. Das ist ja nicht. Genau, die Vision hat halt gefehlt. Das war das Problem. Und man hat da wesentlich mehr Fokus auf den Baron gelegt und das hat dafür gesorgt, dass Hong Kong Attitude jetzt mit dem 4. Drachen belohnt wird. Und wenn die einen anderen Drachen bekommen und das ist der nächste, der spawnen wird, dann... Also wenn die es halt komplett clever machen wollen, dann sichern sie sich halt den Drake, versuchen den halt zu forcen und haben da halt wirklich kein Risiko bei. Und auf der anderen Seite bleibt Fenerbahce eigentlich nur eine Antwortmöglichkeit. Und das ist, wenn der Elder Drake gemacht wird, selber in der Zeit den Nasher abzuholen. Ja. Das ist ihre einzige Antwort, die sie haben, wenn der Nasher bis dahin nicht weg ist. Dann wird es da wirklich sehr schwierig. Und auch da muss man sagen, es ist immer noch kein Garant für dich, dass es funktioniert. Also der Nasher ist halt dahingehend nicht schlecht, dass er länger hält.
als der Elder Drake, aber für den reinen Teamfight solltest du halt danach trotzdem nicht gehen. Da ist der Elder Drake deutlich stärker. Und man muss auch sagen, der Cloud Drake hin oder her, er wird halt so gerne mal beschimpft, er sei der schwächste Drache. Aber wenn du drei Stück davon hast, ist deine Rotationsgeschwindigkeit und damit auch dein Catch-Potenzial viel höher. Wird hier wieder gecatcht, hält aber auch sehr viel aus inzwischen, muss man sagen. Riesengroß hier durch die Lulu-Ult. Und dadurch kann man sich wesentlich länger behaupten, als es bisher immer der Fall war. Viel bei den Gegnern draußen, unter anderem das Gragas-Fass, was sehr, sehr wichtig ist. Und auch natürlich das Gargoyle Stoneblade, was hier wieder dafür gesorgt hat, dass man so lange durchhalten kann. Diesmal der Flash von Maokai, um nicht gecatcht zu werden. Nicht optimal, aber immerhin geht hier seiner Batsche kein Risiko ein und versucht sich immer direkt zurückzuziehen. Ja, Frozen, der wird sich jetzt hier einen Death Cap holen. Das wird für ihn auch nochmal ein ziemlich großes Item sein. Aber bis dahin dauert es auch noch ein Weilchen. Ist insgesamt jetzt auch ein bisschen zurückgefallen, was den CS angeht. Also da ist er jetzt 40 behind, aber ist jetzt auch keine Marke zu der Zeit, wo man sagt, es entscheidet Games so allgemein. Die sind 35. Minute und das sind halt einfach 700, 800 Gold Unterschied. Vollkommen für die Teams. Rustivir wird sich anscheinend noch ein QSS holen, bevor sie auf Rüstungsdurchdringung geht. Ich weiß nicht, ob das die cleverste Variante ist. Die wird halt an Galium momentan wirklich null Schaden machen. Wobei ich aber auch sagen muss, das ist halt der Vorteil. Wenn du als Tristana halt eine Frontline vor dir hast, dann musst du halt die Frontline wegkloppen. Das ist keine Wahl. Wenn du als Sivir eine Frontline vor dir hast, dann kannst du die einfach mit den Ricochets angreifen und im besten Fall bouncen die halt bis in die Backline durch. Aber man hat gesehen, dass der Baron hier angefangen wird. Die Ward ist gut platziert. Man ist auch in der Nähe, um das Ganze zu verteidigen. Wird hier nochmal aufgedeckt. Hätte man vielleicht sogar noch ein kleines bisschen mehr wagen können. Aber man weiß natürlich, dass der Galio aus der Mitte dazukommen kann. Er hat die Ult ready, ist nah genug dran. Und versucht jetzt eher was über den Push zu holen. Und den Midlane Tower, ja, wenn man dann eine Wave hätte, könnte man den holen. Aber Galio, muss ich überlegen. Sie hat gerade mit einem Auto-Attack einen 150er Crit gemacht. Ja. Ist doch cool. So viel regeneriert Galio in der Sekunde. Vor allen Dingen hat er halt noch nicht mal Gargoyle Stoneblade aus am Start. Und also nicht aktiviert. Na, und er hat einen Dornpanzer, was auch nochmal wesentlich unangenehmer wird. Denn Padden macht sich da teilweise mehr Schaden als dem Gegner, zumindest wenn man prozentual drauf achtet. So, und Galio hat ja auch ein paar tausend Leben mehr insgesamt. Ich meine, da ist es halt wieder ganz cool, dass er gerade in Richtung QSS geht. Weil er halt Magieresenzen bekommt und dieser Schaden, der halt zurückgeworfen wird vom Dornpanzer, der ist halt magischer Schaden. Ja. Also es ist noch eine Bramble West, aber auch der Schaden ist halt magischer Schaden. Kann er das Ganze wieder so ein bisschen reduzieren. Und wenn er quasi das QSS zum Skimmata ausbaut, dann hat er auch noch Life Leech. Das ist natürlich für ihn optimal. Kann man nichts gegen sagen. Nichtsdestotrotz, solange er noch keine Rüstungsdurchdringung hat, wird er halt gegen die Tanks echt Probleme haben. Das Whisper durchdringt zwar nur noch die zusätzliche Rüstung, also keine Basisrüstung, wenn der Gegner 80 Rüstung hat. Und davon hat er 30 von Items, durchdringst du halt bloß die 30 Rüstung. Und auch die halt bloß teilweise. Aber es ist halt gegen Tanks trotzdem eine Menge mehr Schaden, den du halt aufbauen kannst. Ja. Schon eine ganze Weile nichts mehr passiert, was das Pushen angeht. Und auch was die Teamfights angeht. Man hat sich immer sehr zurückhaltend gezeigt. Komm, Maokai und Galio sind da unten gerade. Ja, die hauen sich aber die ganze Zeit schon ins Gesicht. Die gönnen sich. Ich glaube, die könnten sich jetzt original 10 Minuten gegeneinander bekämpfen und keiner würde sterben. Ja, vor allen Dingen, wenn sie halt noch... Na, die gehen eher, manalos, als dass die halt irgendwie sterben. Das wird echt hier unten nicht spannender werden. Aber trotzdem, es kann alles mit einem Teamfight enden. Denn desto länger das Spiel fortschreitet, desto höher werden auch die Todestimer. Wir sehen gerade einfach, wie man schön aneinander vorbeiläuft. Es lohnt halt nicht mehr, sich gegenseitig zu schlagen. Nein, deshalb. Die regenerieren mehr, als sich abziehen. Mann. Immer noch der Tanz um den Nasher. Diesmal auch die Ward durch die Contour Ward von Hong Kong Attitude Tonight. Also, die sollte man jetzt nochmal zum Baron sehen. Wird das, wenn der Batsche nicht mitbekommen. Also, das ist halt irgendwie diese eine Contour Ward da vorne vor dem Pit. Ja, aber man darf sich dabei nicht catchen lassen. Shockwave kommt jetzt hier. Auf Syndra, die geht nur auf Dave und Lulu in der Zeit fast zerstört. Die Ult kommt durch und damit ist es ein Kill. Und da hat man sich catchen lassen, da hätte man nicht reingehen dürfen. Das war ganz offensichtlich ein Bait. Jetzt kommt nochmal Sivir, die Ricochets machen ordentlich Schaden. Aber sie war am Anfang des Fights nicht dabei. Und damit hier gute Voraussetzung für Hong Kong Attitude, um jetzt den Baron zu bekommen. Da hat Lulu den Full Damage Fight von Syndra kassiert. Aber da hätte man auch nicht rangehen dürfen. Nee. Also nicht so. Sie hat keine Vision auf Syndra gehabt, meine ich. Also sie wurde quasi über diese Ecke hinweg dann mit dem QE gesniped. Aber allgemein,
Finde ich sehr fragwürdig, warum man halt zwei Leute nur da hinschickt, um halt dieses Pit zu face-checken. Und warum man da nicht im Team vorgeht. Also zu viert hätten sie es ohne Probleme machen können. Sie hat sich viel zu weit entfernt. Und Sejani hat lange überlebt. Selbst Ludo hat lange überlebt. Man musste noch hinterhergehen, um sie zu kriegen. Aber es hat vollkommen gereicht. Ja. Und dadurch, dass sie jetzt in 10 Sekunden erst wieder respawnt, wird es auch noch den Elder Drake oben raufgehen. Und das ist der Fight, den Hong Kong Attitude hier gebraucht hat. Jetzt werden sie richtig weit nach vorne kommen. 4 Drachen mit dem Elder Drake. Macht 5x45 True Damage für jeden. 225 Schaden. Absoluter Schaden, wohlgemerkt. Sehen, was du magst. Malu hat da, glaube ich. Ja, doch, sie hat noch Sicht gehabt. Shockwave. Ja, da ist sie einfach reingelaufen. Sie hat halt den WE kassiert. Und der Flashman hat einfach ultet sie. Und wobei ist der Spaß. Frozen hat leider seine Shockwave. Ich muss sagen, die Shockwave war echt knapp. Also, da hat nicht viel gefehlt, dass zwei Leute mehr mit drin stehen. Unter anderem auch die Tristana noch mit. Und dann hat die Shockwave da vielleicht alles entschärfen können. Aber sie standen nun mal nicht mit drin. Es war nur die Syndra. Und die hält das Ganze aus. Zumindest, wenn er nur die Shockwave trifft. Wenn sie die ganze Rotation abbekommt, dann wird es auch für sie ein bisschen knapper. Und Schaden bringt sie halt mittlerweile ohne Probleme mit. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Dem Lulu hat erstmal zwei Drittel Leben durch den WE verliert. Direkt noch gestunt ist. Und dann halt einfach noch mit dem Ultimate gefinisht wird. Da hast du als Support wenig zu melden. Tja. Oh, Frozen. In diesem Game auch nicht so gut dabei wie in den bisherigen, muss man sagen. Ist auch noch lange nicht Fullbild. Noch ein bisschen was dazu. Rabadons zum Beispiel könnte noch gebaut werden. Die zwei müssen halt aufgeben, da können sie nicht dranbleiben. Hier gibt es einfach keine Möglichkeit. Du musst eigentlich den kompletten Ahndrachen eh aussetzen. Danach kannst du vielleicht versuchen, dich zu wehren. Natürlich Wave Clear, ist halt möglich. Du musst halt zusehen, dass wenn sie irgendwo pushen, die Gegner, musst du halt die Waves quasi rauspushen, da wo sie gerade nicht sind. Ja. Damit sie halt danach nicht so schnell rotieren können. Das hat man auch soweit ganz gut gemacht. Sehr true. Aber Teamfights sind hier gerade einfach nicht mitnehmbar. Es sind noch nicht mal so viele Kills gefallen, aber trotzdem wird man es wahrscheinlich nicht mehr beenden können. Sie selber hat auch endlich die Rüstungsdurchdringung am Start, hat sich also den Dominix geholt. Damit halt auch noch mehr Schaden gegen Champions, gegen Helden, die halt mehr Leben als sie selber haben. Auch nicht verkehrt. Und vor allen Dingen kann sie halt endlich die zusätzliche Rüstung durchdringen. Der Eldrake hält halt nicht so lange. Ich bin gespannt, was man daraus machen kann. Wenn man jetzt halt keinen Init-Turret bekommt, dann wird man wahrscheinlich noch ein bisschen stagnieren weiter im Game. Ja. Und das ist das Schöne, selbst wenn du halt den Nash-Buff hast, das Zivil kannst du auch gegen den Nash-Buff relativ gut wavieren. Das stimmt. Aber trotzdem unangenehm und das sind trotzdem wieder Fehler, die man nicht machen müsste. Ja, und man muss auch sagen, wenn dieses Spiel an Hong Kong Attitude geht, wird es genau dieses Game nachher nochmal geben. Bloß als Tiebreaker-Match. Ja, dann beide Teams genau gleich stehen. Und dann wieder Chrono breaken. Mal gucken, was da passieren wird. Ansonsten haben wir heute, glaube ich, auch noch die Auslosung für die einzelnen Gruppen und Games in Dot 3. Ein bisschen weit vorne. Und die direkt hinterher, die Auslosung? Aber das Ding ist, wenn die vor den Tiebreaker machen... So, nee, können sie ja nicht. Die können ja nicht vor den Tiebreaker machen. Nach den Tiebreaker du machen. Willst ja immer den ersten gegen den zweiten haben. Also eigentlich müsste das nach dem Tiebreaker kommen. Gucken wir aber erstmal, ob wir überhaupt welche kriegen. Noch besteht ja die Möglichkeit, dass es kein Tiebreaker-Game gibt. Auch wenn ich jetzt schon damit rechne, dass wir hier einen Sieg für Hong Kong Attitude sehen werden. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ja, abwarten. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir 4 Teams auf den ersten Plätzen haben, die halt alle mit einem 4-0 aus der Play-In-Phase rausgehen. Ja, der Elder Drake ist gleich abgelaufen. Der trägt hier schon mal nicht dazu bei, dass man ein Evitor bekommen kann. Also alles wieder offen. Muss aber auch sagen, bisher, Fenerbahce spielen ein ganz gutes Game. Die Teamfights spielen sie sehr gut, aber es haben sich halt sehr viele einzelne Leute bisher catchen lassen. Also ganz am Anfang war es ja der ein oder andere, der dort abgeholt wurde. Und jetzt an der Stelle, habe ich gesagt, der erste Baron, der fällt, wird halt sehr wichtig sein. Das waren halt 6000 oder zumindest annähernd 6000 Gold Baron Powerplay. Und das ist halt auch der Großteil des Goldunterschieds, den wir hier haben. Jo. Ansonsten liegt es natürlich an den Türmen, wo man bei Hong Kong Attitude deutlich besser dabei ist. Aber auch in der Mitte und auf der Botlane sind ihre Türme sehr angeschlagen. Also da, wenn man mal endlich wieder ein bisschen nach vorne kommen würde oder einen Fight gewinnen würde, könnte man bei Fenerbahce schnell was draus machen. Der Baron ist ausgelaufen. Heißt, jetzt ist der Goldunterschied das Einzige, was die Teams hier wieder voneinander trennt. Und natürlich, dass Hong Kong Attitude bisher weniger Fehler gemacht hat. Ja, da muss man auch sagen, dass es wirklich so ist. Je weiter wir jetzt gehen, wir bewegen uns auf so eine Goldwerte zu, dass es halt komplett egal ist, ob jetzt gleich einer 10.000 Gold Vorsprung hat oder nicht. Bei den Carries fehlt halt jeweils noch ein halbes Item, dann sind sie Fullbild. Und ab dem Fullbild ist es egal, wie viel Gold du hast. Da kannst du 200.000 Gold gegen 100.000 Gold stehen, kannst doppelt so viel Gold haben und du kannst es gar nicht benutzen. Wenn du halt keine freien Item-Slots mehr hast. Da wünscht man sich mal einen Ohren.
Die ist leider noch disabled. Wird also wegen den Worlds. Ja, den gesamten Worlds. Nicht kompliziert werden können. Der könnte natürlich beim Fullbild nochmal gut nachhelfen. Das stimmt, aber der Inhib. Da könnte auch auch nichts dran ändern, wahrscheinlich, dass der so viel Schaden bekommt. Jetzt nochmal der Stun von Sunder. Da kommt Maokai von der Seite. Die Ult wieder ziemlich früh genutzt. Dadurch wird zumindest noch Galio hier mit Gragas hervorgerufen. Man versucht das Ganze weiter durchzuziehen, schafft es aber nicht wirklich. Und die Lulul, die musste auf Setcho genutzt werden, damit sie überhaupt eine Chance hat, rauszukommen. Inhib jetzt down und damit eine Lane, um die sich Hong Kong Attitude nicht mehr kümmern muss. Boah, der Schaden. Und die deutlich schwieriger für Kenabatsche zu handeln sein wird. Also da packt hier einiges aus. Und das wird für Patton in dem Game auch nicht mehr besser werden. Also er darf sich von Syndra nie erwischen lassen. Sie ist die gefährlichste Quelle für ihn. Ich habe gerade so ein bisschen darauf geachtet. Die Ricochets, also zwei sind durchgekommen auf Unified. Und das ist halt wirklich für ihn einfach fast nichts gewesen. Also er hat sich mit zwei Autotext wieder gegengeheilt. Wenn man sich die Items anguckt, sieht man halt auch warum. Er hat seine Boots jetzt auch verkauft und sich noch einen Blutdürster dafür geholt. Da kennt er nichts, der junge Mann. Ist meiner Meinung nach hier auch gar nicht verkehrt, einfach weil du keinen Ardent Sensor Support hast. Mit einem Ardent Sensor kannst du halt inzwischen teilweise auf Lifesteal verzichten. Und er erreicht gerade auf jeden Fall deutlich höhere Damage-Werte als Sivir. Ja. Dadurch, dass er die Boots verkauft hat. Er liegt ja auch deutlich besser gerade, steht deutlich besser im Spiel. Botlane wieder der gleiche Catch wie vorhin. Tristana und Galio gegen Maokai. Aber diesmal versucht man das Ganze gefährlich werden. Da ist die Shockwave. Man geht hauptsächlich auf Galio, weil der ein bisschen langsamer ist als Tristana. Unified versucht natürlich so viel Schaden wie möglich anzubringen, aber das ist ein Kill für Ori. Und der erste seit sehr langer Zeit in diesem Spiel und für Fenerbahce vor allen Dingen. Das sind aber auch Monster. So, Galio hat gerade 5000 Auto-Attacks von Sivir ausgehalten und war noch immer bei Hälfte Leben. Aber jetzt, genau bevor der Nash spawnt, war es natürlich ein wichtiger Catch. Also hier das Timing einfach godlike. Man muss eigentlich bis zur Mitte rauspushen und kann dann Richtung Nasher gehen. So, das ist sogar gepinkt. Aber auch Hong Kong Attitude macht sich auf den Weg. Maokai könnte Base gehen. Wenn man für Maokai eine gute Ward stellt, kann man vielleicht einen guten Engage dadurch initialisieren. Und ermöglichen. Ja, aber die Wards, die stehen hier nicht wirklich gut, werden auch von Hong Kong Attitude immer wieder gecleared. Sivir Ultimate ist gleich wieder da. Ich denke, sie werden jetzt versuchen zu engagen. Ich glaube nicht, dass sie Nasher haben wollen. Sivir Ultimate mit Maokai und Gibi. Man würde den wahrscheinlich nehmen, wenn man den jetzt bekommt. Die Frage ist, kriegt man den? Die Control Ward steht da, also man kann die ganze Zeit rüber. Oh, Tristana pusht unten durch. Lässt die Wave auf die Möglichkeit. Ah, jetzt ist die Control Ward down. Stealen wird schwierig. Man versucht es trotzdem und der geht an Syndra. Ähnlich wie die letzte Spieler bekommt. Nochmal den Gragas. Tristana, Boys! Muss sich jetzt aber zurückporten, denn Unified ist in der Base mit Super Vasallen und dem Baron Buff vor allen Dingen. Dadurch der erste Nexus Tower auf jeden Fall down. Oh, man versucht die Gegner da nochmal aufzuhalten. Es ist jetzt nur 1 gegen 1. 1v1. 1 gegen 1. Man nutzt die Ulti, um sie zurückzuwerfen. Er hätte da deutlich mehr machen können, da der Rest des Teams so nicht zurück. Ja, Galio kommt jetzt noch mit dazu und er nimmt sie. Das war's. Und das wird's gewesen sein. Hong Kong Attitude holt sich den Sieg und damit haben wir definitiv einen Tiebreaker zwischen diesen beiden Teams. Und man muss sagen, für eine Apache mit Fehlern, die nicht hätten sein müssen. Sehr oft Positioning-Probleme gehabt, gerade im Jungle. Ja, da waren ein paar Plays. Aber warum wollen sie denn den, warum wollen sie denn die 50-50 Nasher machen? Da hat Fenerbahce gerade übel die Geduld verloren. Ich habe halt noch vorher gesagt, so den Nasher weiterzumachen wollen sie bestimmt nicht. Ja. Nein, das wollen sie nicht. Sie wollen jetzt bestimmt den Teamfight mit Sivir, Ultimate und Maokai engagen. Nee, da gehen die für den 50-50 Nasher und lassen sich von der Tristana backdooren. Ja, supi. Wenn die den Teamfight da engagen, dann kriegen die halt die Kills und Tristana kann nicht beenden, weil halt irgendeiner backportet und sie halt keinen Nash-Buff hat. Vor allem, weil Galio wahrscheinlich nicht dazukommen kann. Aber so war es natürlich verdammt clever von Tristana gelöst. Und von Fenerbahce halt einfach so ein Nasher, den sie... Da haben sie zu sehr getunnelt. Ja, auf jeden Fall. Ah, auch vorher schon. Baron war bei ihnen gerade so eine sehr häufige Fehlerquelle. Auch wie Setchu sich positioniert hat, dass man da vorher rausgenommen wurde. Den Gegnern überhaupt die Möglichkeit zum ersten Baron und zum Ahnendrachen gegeben hat. Was sie so weit nach hinten geworfen hat. Vorher waren sie ja fast gleich auf. Und da war der Goldunterschied kaum vorhanden. Aber gut, Fehler, die beim nächsten Aufeinandertreffen nicht passieren sollten, wenn man als erstes aus der Gruppe will, weil ja die ersten Teams rein theoretisch die etwas bessere Positionierung haben, wenn es darum geht, in die Gruppenstage einzuziehen. Wir haben jetzt aber gleich, bevor wir diese Begegnung nochmal sehen, erstmal Fnatic gegen Young Generation, wo es auch nochmal knapp werden könnte. Da entscheidet sich, ob Young Generation nachher nochmal gegen Chaos Latin Gamers ran muss.
wenn sie gegen Fnatic gewinnen. Genau, das heißt, ist wir das haben der Fall? Prinzipiell zwei Tiebreaker, die möglich eins sind. Eins haben wir auf jeden Fall, zwei vielleicht. Genau. Was genau der Fall sein wird. Ja, ob wir nachher 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 haben, wie auch immer. Ne, wir haben den ganzen Tag Zeit. Ne? Genau, es bis wird 18 ein paar Uhr, geben. Da geht nämlich der Rebroadcast los. Wir haben danach auch noch die Ziehung der Teams, welche dann am Donnerstag und am Freitag aufeinandertreffen werden. Also auch da, es ist noch Zeit. Ja, liegt noch viel an, deswegen jetzt auch eine kleine Pause, damit ihr und wir uns ein kleines bisschen ausruhen können. Holt euch einen Schluck zu trinken, geht auf Toilette. Wir sind uns in 6 Minuten wieder. Bis gleich. Genau. Macht das wunderbar! Was ist denn da los?